Moin, liebe Fotofreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen in einem neuen Video. Wir sind jetzt wieder zu dem Naturschutzgebiet Dreit rausgefahren, wo wir schon einmal im Frühjahr waren, wo noch Winter war. Da war hier noch alles ziemlich kahl, aber es war trotzdem schon voller Tierwelt. Und wir wollten jetzt einfach mal im Frühjahr gucken, was hier so los ist. Und zu diesem Zweck habe ich mal etwas Größeres mitgenommen. Ihr seht es hier zu meiner Linken. Ich habe da drauf jetzt mein 70-200 mit einem Zweifach-Extender, nennt man das bei Canon. Und von dem 70-200, das ist ein 2,8er durchgehend, aber mit dem Konverter da drauf, mit dem Zweifach, komme ich damit natürlich dann auch auf 5,6. So, dann habe ich ja dran meine die Canon 700 und das ist ja eine APS-C-Kamera, das heißt auf die Objektive haben wir den Faktor mal 1,6. Dann komme ich nochmal mit dem 200 mm schon auf die 320 mm. Und wenn ich jetzt noch den Extender dazu rechne, das heißt den Zweifachkonverter, komme ich damit auf, glaube ich, 640 mm. Theoretisch. Ob das dann tatsächlich so ist und wie weit ich daran komme, weiß ich nicht. Nachteil von den Teilen ist natürlich, dass ich meine F2,8, also die offene Blende, verliere. Das heißt, der Wert nimmt sich auch mal 2 und ich komme nur noch auf 5, 6 runter. Aber ich denke mal, Landschaft und mit den Tieren, da sollte jetzt 2, 8 oder 5, 6 kein Unterschied mehr sein. Ich werde jetzt probieren, hier mit dem Tele schöne Bilder einzufangen von den Tieren, die ihr hinter uns seht auf dem Teich. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt welche sieht, aber es sind reichlich hier unterwegs. Wir werden da jetzt welche raussuchen und ich würde mich freuen, wenn ihr uns dabei begleitet, denn schauen wir mal. Bilder zeige ich euch in gleich ein paar. Ich werde jetzt hier welche machen. Vielleicht auch ein bisschen Kameraeinstellung. Also bis zum nächsten Abschnitt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, liebe Fotofreunde, hier haben wir jetzt auch mal Kühe. Und die Kühe haben wir schön ins Bild gefasst. Mit meinem langen Teil hier. Bilder dazu werde ich euch gleich mal einblenden. Oder ich habe schon einen Teil eingeblendet. Ich finde das echt krass hier. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier jetzt Kühe haben werden. Naja gut, also kennt ihr noch diese Landschaft hier ohne das ganze Grün? Ist schon Wahnsinn, wie sich so eine Natur oder so eine Landschaft im Sommer verändert, wenn das alles richtig schön grün ist. Ist immer wirklich krass, ne? Ich kann ja dazu hier mal zwei Bilder einblenden, einfach jetzt aufgenommen und das, was wir hier im Frühjahr hatten, als die Bäume noch blank waren. Dann sieht man mal ganz extrem den Unterschied, was man ja eigentlich auch kennt. Gut, also hier sind ziemlich viele Frösche auch und viele Gänse, Kanadagänse sind hier hauptsächlich und eben diese Kühe. Und da haben wir schon ein paar nette Bilder eingefangen, wie gesagt. Und ich melde mich dann in einem neuen Abschnitt wieder. Also, bis dann.
Fotofreunde. Ich möchte mich dann jetzt auch verabschieden von euch. Ich hoffe, euch haben die Bilder hier gefallen. Also wir haben hier echt toll Natur einfangen können. Wir haben hier nachher im Wasser auch noch, ich weiß gar nicht, ob das eine Bisamratte war, Nutria oder wie das Ding heißt. Ich werde nochmal die Bilder abgleichen, die ich gemacht habe, als er aus dem Wasser rausgekommen ist. Da kann man ihn ganz gut sehen. Und dann mal gucken, ob ich dazu irgendwas googeln kann. Wenn ich den Namen weiß, schreibe ich ihn mit rein, hier oben. Und vielleicht erkennt ihr ihn ja auch selber. Gut, also wir sind jetzt hier rausgefahren, einfach mal die Natur hier zu genießen und uns hier einfach mal hinzusetzen und abzuwarten, was uns vor die Linse kommt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, sehr entspannt. Und dass hier so viele Tiere sind und dass sich immer wieder neue Sachen zeigen, hätten wir nicht erwartet. Das war richtig toll und wir werden das auch in Zukunft öfters nochmal wieder machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte ein Like da. Das hilft mir hier bei YouTube sehr. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, in der Ecke hier unten gibt es einen Button. Ich glaube, in dieser Ecke, sage ich mal da. Nee, ich komme immer falsch. Ich bin immer auf der linken Seite. Ich mache das nochmal so. So. Dann drückt ihr den Button da unten, da, und haut auf die Glocke und dann kriegt ihr immer wieder mit, wenn ich ein neues Video poste. Und ansonsten, schaut euch um. Einfach genial. Ich liebe diesen Fleck hier. Das ist wirklich schön und ich hoffe, die Bilder gefallen euch. Ich sabbel schon wieder zu viel. Ich finde kein Ende. Das ist einfach zu geil. Gut, Leute, macht's gut und wir sehen uns nächste Woche in einem neuen Video. Bilder folgen jetzt noch ein paar und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss, euer Kai.